Jo Leute, was geht's zu meinem Video? Ich weiß, endlich mal wieder ein Street-Comedy-Video. Ich habe so lange keins gemacht, ne? Auf jeden Fall habe ich richtig Bock. Es ist zwar arschkalt, aber ey, ganz ehrlich, scheiß drauf. Ich habe Bock, dieses Video zu drehen. Ich hoffe, ihr habt auch Bock drauf. Ey, komm, fragen wir einfach mal. Ihr habt gesehen, was ich fragen will. Let's go, Mann. Und zwar, meine Frage lautet, steht ihr eher auf Ältere oder auf Jüngere? Auf Ältere. Ja, Ältere definitiv. Wie alt, so 40 oder? Nee, nee, schon so vielleicht so 3 Jahre älter so. Ja. Warum 3? Maximal 5. Also 5 Jahre älter, ja. Was ist jetzt der Unterschied, wenn der jetzt jünger ist oder älter? Er ist schon reifer, ja. Nicht so kindisch. Wie alt seid ihr jetzt zum Beispiel? Ich bin jetzt 17. Und du? 15. Also du hättest lieber einen 18-jährigen Freund? Damit er dich immer rumkuscheln kann oder wie? Nein, nein, deswegen nicht. Aber jüngere Freunde sind einfach total kindisch und das nervt auf Dauer. Wisst ihr Bescheid, ja? Ja, ihr müsstet mich auch kennen. Das ist echt hier schlimm, dass ihr mich nicht kennt. Meine Frage lautet, steht ihr eher auf Ältere oder auf Jüngere? Jüngere? Ja. Warum? Weil ihr, warte, wie alt seid ihr, wenn ich fragen darf? 14. 13. Also so eher so 7-Jährige, ja? Nein. Warum nicht? Ist doch auch geil, so 7. Ist viel zu jung, ne? Ja, aber ist auch jung. Ihr meint ja, ihr steht auf Jüngere, also 7 geht voll fit, oder nicht? Nee. So Jungs, Frage, habt ihr Bock aufs Video? Ja, klar. Ja. Auf jeden. Kennt ihr mich? Ja. Ja. Echt? Ja. Steht ihr eher auf Jüngere oder auf Ältere? Ganz klar Ältere. Spaß. Na, nein, Jüngere halt so. In unserem Alter. Was ist für dich normal, ganz normal? Ja, so in meinem Alter, so. Was ist dein Alter, ich frage noch? 14. Also, wenn ich sagen würde, eine 18-Jährige steht vor dir und die will richtig was von dir, also die hat richtig Bock, was... Ja, so... Ne? Ja... Hättest du nicht Bock? Doch, schon, aber so, wenn die jetzt so über 20, so bis 30 ist, dann nicht, aber so von 14, so von meinem Alter, ein bisschen älter, so 18, ja. Kann man auch machen. Und du, ey, keine Ahnung, wer du bist, was sagst du denn dazu? Wozu denn? Ja, stehst du auf Jüngere oder auf Ältere? Typen oder Mädchen, egal. Kommt drauf an, ich habe da so meine eigene Formel. Ich nehme quasi lieber eine, oder sagen wir so, lieber 2 10-Jährige als eine 20-Jährige. Und das funktioniert auch immer? Funktioniert einwandfrei. Du kannst auch statt einer 20-Jährigen 4 5-Jährige nehmen. Ist auch geil. Und was ist, wenn du eine ganz alte nimmst, so eine 80-Jährige, und die einfach durch 3 teilst? Entweder teile ich sie durch 3 oder nehme einfach 8 10-Jährige. Mal gucken. Okay, das war's schon. Danke, Jungs, ne? Stehst du eher auf Jüngere oder auf Ältere? Ich denke eher Ältere. Warum Ältere? Weil die besser aussehen. Ah, es gibt auch Jüngere, die gut aussehen, und Ältere, die aussehen wie, keine Ahnung was, richtig scheiße, sag ich mal. Okay, sagen wir es so. Also gehst du eher von Alter aus? Also wenn er 14 ist und aussieht wie 22, würdest du ihn deklarieren? Auch nicht. Kommt drauf an. Ja, jetzt sind wir halt so ein bisschen offen hier. Also stehst du auf Leute, die älter aussehen einfach, ne? Okay, gut, das war's schon, danke, ne? Ja, also, es ist irgendwie ganz, ganz, ganz komisch. Leute sagen, die finden Ältere geil, die aber jünger sind. Manche sagen, die wollen 82-Jährige. Ich habe keine Ahnung, was die Jugend von heute will, Alter. Ehrlich, Mann. Und zwar, meine Frage lautet, steht ihr eher auf Ältere oder auf Jüngere? Also, was bevorzugt ihr mehr? Jüngere. Jüngere, warum? Keine Ahnung. Glaubst du nicht, dass sie irgendwie nicht so reif ist oder so? Weil stell dir vor, du hast eine 12-Jährige oder so, oder eine 11-Jährige. Nee, dann nicht. Also, dann Ältere. Stell dir vor, du könntest dir aussuchen zwischen einer 12-Jährigen und einer 16-Jährigen. Welche würdest du nehmen? Den 16-Jährigen. Den 16-Jährigen. Den 16-Jährigen? Also, den 16-Jährigen. Ja, okay. Und du? Ja, also ich glaube, ich würde so Gleichheit nehmen, Gleichheit. Aber wenn sie komplett kindisch ist? Nee, dann nicht. Das war's schon. Danke, dass ihr mitgemacht habt, ne? Steht ihr eher auf Jüngere oder auf Ältere? Jüngere. Warum kommst du jetzt direkt mit Jüngere? Weil ich 14 bin. Ich will nicht mit einem netten Mann was machen oder so. Aber glaubst du nicht, dass er ein bisschen zu kindisch ist? Stell dir vor, er ist 12. Ja, aber wenn er 50 ist zum Beispiel. Ich meine, wenn er... Also, würde... Ja, ich glaube nicht, dass du was von einem 15-Jährigen willst. Okay. Und du? Na, kommt drauf an. Wie alt, älter? So 1-2 Jahre oder jetzt so? Keine Ahnung, worauf du Bock hast halt, ne? Hä, hey, dann älter, aber nicht zu alt. Also auch so Grenze 50, ja? 40. 40, okay. Okay, habt ihr Bock auf das Video? Ja. Jo. Wie dolle Bock? Sehr dolle. Okay. Meine Frage lautet an euch. Ich weiß nicht, ob das für die jetzt auch so eine Frage ist, aber steht ihr eher auf Ältere oder auf Jüngere? Jo.
Ja, ich weiß nicht, ob du auch auf Mädchen stehst. Kann ja sein. Auf Ältere. Warum? Weil die Jüngeren sind so unreif, keine Ahnung. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? 14. Hättest du lieber so einen 20-Jährigen oder wie? Nein, aber auch keinen 7-Jährigen oder so. Weißt du? 7 ist doch chillig. Hey, voll geil. Nee. Und du? Auch auf Ältere, also so 2-3 Jahre Unterschied so. Muss das 2-3 Jahre sein? Nein, muss nicht, aber er sollte jetzt nicht jünger als ich sein. Weil? Weil die dann so noch zurückgeblieben sind. Also sie... Nein, okay, aber sie denken so anders als ich dann. Ja, okay. Und ihr? Gleich Ältere. Wie alt seid ihr denn, wenn ich fragen darf? 11. Habt ihr mich denn abonniert? Ja. Das freut mich. So Leute, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's... Danke, Gideon, dass du so nah an die Kamera... Oh. Auf jeden Fall war es mit dem Video. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hatte richtig Bock auf das Video. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall richtig Bock gemacht. Ich vermisse einfach jetzt wieder die Sommerzeit, wo man jeden Tag Videos ballern könnte. Jeden Tag Street Comedy habe ich richtig Bock auf jeden Fall drauf. Wenn ihr auch Bock drauf habt, dann lasst mal einfach ein Like da und abonniert meinen Kanal. Falls ihr es noch nicht getan habt, dann checkt mich nochmal auf Snapchat und auf Instagram ab. Erstmal danke an Gideon und Henry, dass ihr gefilmt habt. Ich würde sagen, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao.